Frau Staatssekretärin, vorvergangenes Jahr 2021 war zumindest bei uns in Bayern ein relativ nasses Jahr. Und einige der Agrarwirte, die Kartoffeln angebaut hat, hatten große Probleme, die Ernte zu retten. Und während konventionelle Landwirte noch in der Lage waren, einen Großteil der Ernte zu retten unter Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, waren die Kollegen der biologischen Zunft, die sehr, sehr eingeschränkt waren in der Benutzung ihrer Landwirte, mussten sie zum Teil einen Komplettausfall, also 100% Ernteausfall verkraften. Ihre Politik geht es dahin, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln generell zu reduzieren, bis hin zu Totalverboten, was hier in dieser Frage angedeutet wird. Halten Sie so eine Politik mit den möglichen drastischen Ertragseinbußen denn tatsächlich für zielführend, für nachhaltig im Sinne einer Ernährungspolitik nicht nur Deutschlands, Europas, sondern global? Wie ich ja vorhin schon ausgeführt habe, geht es immer um Schützen und um Nutzen. Und Biodiversität, auch ein gutes Klima, ist für Landwirtschaft einfach Grundlage. Und wenn wir uns um diese Themen nicht kümmern, dann haben wir ganz viel weitere Probleme, die wir ja übrigens mit der Klimakatastrophe, die auf uns zukommt, auch uns in Anpassungsstrategien wirklich üben müssen. Von daher sind wir sicherlich nicht mit drastischen Maßnahmen, sondern auch mit Forschung, mit Modellbetrieben und so weiter, versuchen wir Landwirtinnen und Landwirte dabei zu stützen, dass sie einiges für die Biodiversität machen können und trotzdem die Ernährung sicherstellen können. Und ich bin überzeugt, dass die Landwirtinnen und Landwirte, die sehr gut ausgebildet sind, die sehr innovativ sind, diese Ziele gemeinsam mit der Bundesregierung erreichen können.